So, hier, guckt, ne? Die 5 ist eindeutig in einem Puzzleteil. Und da hinten ist noch ein Puzzleteil. Scheiße. Was ist da für eine Zahl? Kann ich es von hier aus sehen? Nein, natürlich nicht. 5. 2. 2 und 5. Okay. Alter! Das ist mir jetzt. Ich verstehe das nicht. Oder muss ich die addieren und ergibt das dann die 7? Das Spiel ist überhaupt nicht erklärt. Okay, wir können ja nur noch 6-mal in die Luft fliegen. Nee, 5-mal. Vielleicht bekomme ich dann. Oder. Ich habe jetzt einen Zufallstreffer. Ich weiß nicht, ich habe das Spiel nicht verstanden. Vor allem habe ich eine Minute Zeit. So. Rein da. Also bei der 5 war ein Puzzleteil. Billy ist auch noch da. Sehr schön. Und bei der 2 ist ein Puzzleteil. Wie lange habe ich Zeit? 1,5 Minuten, okay. Ich gucke mir jetzt nochmal den Raum hier ganz genau an. Also die 1 ist es nicht, die 5 ist es nicht. Fragezeichen. Gibt es hier irgendwo ein Fragezeichen? Ah, natürlich. Hätte ich auch vorher drauf kommen können. Hätte ich mal vorher alle Wände angeguckt. Hallo, Billy? Wo ist Billy hin? Ich fürchte, wir brauchen mal wieder einen neuen Timmy. Na, wer kennt das noch? Alter, viel zu dunkel. Viel zu dunkel! Aber die Tür ist natürlich zu. Okay. Natürlich mal wieder Glasscherben. Okay, wie soll ich da hinkommen? Hier sind überall Glasscherben. Hallo? Also, wir sollen dann hier zu dem Aufzug. Ach so. Den kann ich aber noch nicht rufen. Aber, ach man, diese blöden. Ach, da unten ist einer verbrannt. Wo ist eigentlich diese Pumpe? Okay, ich guck mich erst nochmal schnell hier um. Die Tür geht nicht auf. Ach, da unten wirft irgend so ein Penner schon wieder Molotow-Cocktails. So ein Bastard. Das sah ja irgendwie gerade lustig aus. Okay. Ach, komm. Diese blöden Glasscherben. Watch your step. Natürlich. Keine Glasscherben, gut. Nachsehen.
Puh. Einundzwanzig. So, was gibt es denn hier? Das mit der Pistole kommt übrigens, die Falle mit der Pistole hier bei der Tür kommt übrigens, glaube ich, im zweiten Saw-Teil vor, im zweiten Saw-Film. Wenn ich mich richtig erinnere. Und was hat mir das jetzt hier gebracht? Gar nichts. Willst du mich verarschen? Was hat mir das jetzt... Ganz ehrlich, was hat mir das jetzt gebracht, die Tür hier zu entriegeln? Kann ich die Pistole vielleicht nehmen? Auch nicht. Toll. Da ist eine Billy-Puppe und da brauchen wir wieder eine Kombination. Alter, es ist so extrem dunkel hier und da komme ich nicht durch. Moment, wenn da eine Billy-Puppe ist, dann muss ja hier bestimmt irgendwo ein Code sein, um diese Tür da drüben aufzumachen. Hier vielleicht? Nee. Nichts. In der Decke hier ist auch nichts. Da unten ist ein Grafikfehler. Moment, erkennt man an den Rissen vielleicht irgendeine Zahl? Ah! Blau-gelb, blau-weiß, blau-rot-weiß, blau-gelb, 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 5. Eine 5, dann blau mit einem weißen Punkt, ist eine 2. Ja, eine 2. 5, 2 und 3. 5, 2, 3. Müsste eigentlich stimmen. 5, 2. Jawohl! Yay, wir haben 2 von 7 Billy-Puppen. Schön. Freut mich. Und dann haben wir hier noch eine Fallakte. Hackerauftrag. Die ersten negativen Pressenachrichten über die Ermittlungen wurden heute von einem Schreiberling namens Oswald McGillicuddy veröffentlicht. Er hat eine Nachricht hinterlassen, in der er um Bestätigung seiner Story bittet. Ich war zu beschäftigt, damit Spuren zu verfolgen und konnte ihn nicht zurückrufen. Wie alle Reporter hat er keine Ahnung, wie die Arbeit bei der Polizei aussieht. Sein Artikel bezieht sich hauptsächlich auf unsere Kriminaltechniker. Er meint, wie wir mit mittlerweile so vielen Tatorten keine DNA, Haarfasern oder so einen Scheiß finden konnten. Und wir würden mit Sicherheit Mist bauen. Das ist keine TV-Show. Unsere Tatorte sind voll von Müll. Haare, die mit dem Wind oder Schuhsohlen hineingetragen werden. Weggeworfene Essensverpackungen, die durch den Regenabfluss hineingespült wurden. Schichten von Schmutz, Tierfäkalien und so weiter. Jede mögliche DNA an einem Tatort zu untersuchen, würde Jahre dauern. Ganz zu schweigen von den Kosten. Ich werde dafür sorgen, dass dieses Arschloch McGillicuddy gefeuert wird. Jawohl, so ist das richtig. Watch your step. Also hier ist irgendwo was. Ach nein.
Eins ist die Hand. Ganz locker, ganz locker. Bitte geh nicht nach Zeit. Gut. Die durchgestochene Hand ist eine 1. Das Messer ist eine 2, der Totenschädel die 3. Ja, und was jetzt? Entriegeln. Geht ja nicht. Ach, okay. Schlange und Hand haben beides mal die 1. Ich muss da drüber laufen, na super. Also, Schlange und Hand haben beides mal die 1. Totenschädel und... Totenschädel haben die 2. Und Messer haben die 3. Ah ne, Totenschädel hat einmal die 3. Und Messer hat einmal die 3. Und Messer hat einmal... Ach du Scheiße. Also... Schlange und Hand haben die 1. Was? Hallo? Totenschädel hat einmal die 2 und einmal die 3. Scheiße. Nein! Ach komm, nicht schon wieder so ein Licht-Minispiel. So. Hab ich's geschafft? Ach, das war's schon. Ach, das ist für die beide... Ach, das ist ja auch... Für beide Seiten, na, das ist ja natürlich super. So, da war's. Messer 3, Schlange 1, Schädel 2. Schlange, Schädel, Messer. So. Na, das ist ja schnell gemacht. Okay. Dann nehme ich mal das Ventil und dann machen wir mal hier das Ding nach oben.